Wien ist anders. Und das nicht nur überirdisch. Unter den Straßen der Stadt gibt es noch viel zu entdecken. Verborgene Keller und verschüttete Gänge. Eine Stadt, die so nur ganz wenige kennen. Wir treffen den Buchautor und Höhlenforscher Robert Buchholz knapp außerhalb von Wien. Treffpunkt ist ein verlassenes Betonwerk. Von hier soll unsere Reise unter Tag beginnen. Unser Ziel ist ein verlassener Luftschutzstollen aus dem Zweiten Weltkrieg. Dort sollen noch Relikte aus dem Krieg zu finden sein. Die Vorbereitung ist besonders wichtig. Ohne Helm und Schutzausrüstung wäre es viel zu gefährlich, in den Berg zu steigen. Es gibt immer eine erste Fahrt. Die erste Fahrt ist immer so, man schaut sich einmal die ganze Location an und checkt einmal ab, was brauche ich, um das Objekt erforschen zu können. Und ja, wenn diese Sondierungsfahrt gemacht ist, dann geht es Etappe für Etappe weiter. Wir machen uns auf den Weg. Versteckt hinter dem Werk liegt der Stollen. Er diente der Zivilbevölkerung als Schutz während der Luftangriffe der Alliierten im Zweiten Weltkrieg. Schätzungen zufolge gibt es mehr als 300 solcher Anlagen in und um Wien. Der Einstieg ist nicht ungefährlich. Jederzeit könnten sich Steine lösen und auf den Forscher fallen. Trotz des Alters ist der Stollen noch erstaunlich gut erhalten. Hier wollen wir Relikte aus einer längst vergangenen Zeit finden. Die Reise unter Tag beginnt. Und als Besonderheit sehen wir hier gleich auf der rechten Seite ein Rohr. Dieses Rohr hat eine Anschlussstelle und an dieser Stelle hier sieht man so eine Montageleiste, eine Bügel, eine Flansch. Da war ein Motor drauf angeschnallt und da wurde Luft reingepresst. Man hat hier Frischluft hier reingebracht und dieses Rohr verschwindet im Fußboden und geht bis ans Ende des Stollens. Und am Ende des Stollens kommt es an der Rückseite raus und da kam die frische Luft heraus. Frischluft war also extrem wichtig. Die Luftangriffe konnten Stunden dauern und so lange mussten die Arbeiter des nahen Werkes hier ausharren. Wir begeben uns weiter in den Stollen hinein. Noch heute findet man hier die Sitzbänke, die langsam vermodern. Es ist wie eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Und man muss sich vorstellen, dass die Leute, die da reingeflüchtet sind, sicherlich sehr große Angst gehabt haben. Es war unheimlich, es war sehr unheimlich und vor allem, wenn die Kinder mitgehabt haben, die Kinder haben herinnen geweint, es war von der Stimmung her sehr bedrückend. Und wenn Sie sich vorstellen, dass Sie die Bomber herannahen hören und wenn Sie hören, dass draußen die Bomben einschlagen, so ist das ein fürchterliches Gefühl, weil man nie weiß, wie schaut es draußen aus, was passiert mir, kann ich da noch mal raus? Ja? Und hier sieht man zum Beispiel, wir haben an einer Stelle einen Kinderschuh gefunden. Einen Kinderschuh, der genau hier an dieser Stelle gelegen ist. Das dürfte ein Kind verloren haben. Und der lag auf dem Boden. Ja, der zweite war nicht mehr auffindbar. Ist unglaublich. Spannend auch, dass wir hier auch Fingerhüte gefunden haben. Fingerhüte, das heißt, die Mütter und die Frauen, die hereingekommen sind, haben sich auch Handarbeit mitgenommen. Die saßen hier mit der Handarbeit, weil sie ja auch ihre Angst überbrücken mussten. Und aus diesem Grund haben sie sich einfach so zum Arbeiten mitgenommen und haben hier begonnen zu stricken und zu nähen. Unheimlich, wirklich unheimlich hier. Immer tiefer geht es in den Stollen. Nicht nur Kinder versteckten sich hier. Auf den Toiletten machen wir einen weiteren interessanten Fund. Ein Teil eines Wehrmachtsausweises. Ich weiß nicht, welche Situation zu dieser Zeit gerade vorgeherrscht hat. Wir wissen auch nicht, welche Person das war, welche Ängste sie gerade hatte. Wir wissen auch nicht, was gerade in dieser Situation passiert ist. Und man sieht hier den Stempel mit dem Hakenkreuz noch drauf. Und irgendjemand hat das einfach im Klo in diesem Abort verschwinden lassen. Robert Buchholz hat es sich zu seiner Aufgabe gemacht, möglichst viele dieser unterirdischen Gewölbe für die Nachwelt festzuhalten. Der Höhlenforscher vermisst maßstabgetreu den Stollen und fotodokumentiert seine Funde. Die Ergebnisse werden den örtlichen Museen zur Verfügung gestellt. Seine Arbeit macht er unentgeltlich. Er beschäftigt sich schon seit seiner Kindheit mit dem Versteckten und Verborgenen. Orte wie dieser Stollen erzählen einen kleinen Teil unserer Vergangenheit. Und Robert Buchholz versucht, diese Orte für die Nachwelt zu erhalten.